Hallo, heute gibt's etwas ganz, ganz Einfaches, mal wieder zu dem Thema aus dem Garten auf den Tisch und ein weiteres Thema Resteverwertung. Ich war gerade im Garten und habe geerntet. Daraus werde ich mir jetzt einen wunderbaren Salat herstellen. Und warum Resteverwertung? Ihr alle werdet euch wundern, was macht hier die Tüte auf dem Tisch? Ich kann es euch sagen. So bewahre ich Brötchen oder auch Brot, wie zum Beispiel Baguette oder so, vom Vortag auf. Der Sinn der Sache ist, die Brötchen werden mir dann nicht hart und ich kann die am nächsten Tag wunderbar entweder auf dem Toast, seht ihr hier, die sind jetzt reichlich weich, kennt ihr ja wahrscheinlich alle. So, jetzt kann man die wunderbar auf dem Toaster aufbacken oder auch als Scheiben in den Toaster schieben. Ich werde die heute in der Pfanne braten und zwar in Butter. Ich habe jetzt bei meiner Ernte aus dem Garten geholt 3 Knollen rote Beete, etwas Mangold, frische kleine zarte Blätter, Pflücksalat, eine kleine Mini-Snack-Gurke, das ist übrigens meine erste, ein Gemisch an Tomaten, frische Kräuter habe ich, Petersilie und Schnittlauch, ich habe Butter. Dann brauche ich Pfeffer und Salz, Sonnenblumenöl nehme ich heute, leider habe ich kein Olivenöl momentan im Haus, etwas Kürbiskernöl zum Übergießen, Balsamico-Creme, ein bisschen Zucker und Pfeffer und Salz. Etwas Basilikum darf dann natürlich auch nicht fehlen. Die meiste Arbeit an diesem Salat ist natürlich jetzt das Putzen des Gemüses, das ist klar. Übrigens, von der roten Beete sollte man die Blätter nicht wegwerfen. Wer das natürlich gar nicht mag, okay, aber zu empfehlen ist eigentlich, die mitzuessen. Jetzt ist meine Gurke dran. Das ist ja eigentlich eine Snackgurke, die man jetzt mit der Schale essen könnte. Aber ich kann mir das hier nicht so ganz erklären und die ist auch ein bisschen pickelig. Also schäle ich die. So, und um das hier nachher alles parallel fertig wird, schneide ich jetzt schon mal meine Brötchen auf Scheiben. Also ungefähr fingerdick. Dann ist das schon in Ordnung. Man kann das Brötchen natürlich auch, oder generell das Brot, kann man natürlich auch im Backofen ausbraten. Das machen auch viele. Für den Zweck wird das Brötchen einfach mit Öl beträufelt und ein bisschen gewürzt und man legt das dann in den Backofen. Ich selber mag auch sehr gerne die Variante mit Butter und das brate ich dann in der Pfanne. Es werden einfach die Scheiben von dem Brötchen in die Pfanne gelegt und schön knusprig gebraten. Also ich brate natürlich jetzt hier selbstverständlich die Kantenstücke mit. Für Gäste sieht es dann halt netter aus, wenn man nur die glatten Scheiben nimmt. Wenn die Brotscheiben dann jetzt schön Farbe angenommen haben und etwas knusprig sind, dann kommt da ein bisschen hier meine Salatsoße vor. Ich habe jetzt Sonnenblumenöl. Dazu kommt Salz, Pfeffer, Balsamico-Essig, ein wenig Zucker und verschlagen. Übrigens als kleiner Tipp, wenn die Salatsoße sehr, sehr klumpig bleibt, weil ich nehme sehr gerne diesen Creme Balsamico Essig und dann zieht sich das schon mal und emulgiert nicht so schön, dann gebe ich einfach einen kleinen Spritzer Mineralwasser mit Kohlensäure drunter. Und jetzt im nächsten Schritt kommen die Kräuter dazu. Ich darf hier den Rest von meinem Gemüse noch klein schneiden. Die Gurke, die schneide ich einfach auf Scheiben. Die rote Beete, die könnte man natürlich auch schön über eine Reibe ziehen. Ich schneide jetzt hier ganz, ganz dünne Scheiben. Die halbiere ich dann gleich noch einmal. Wichtig ist einfach nur, dass man die rote Beete klein schneidet, weil die ja nur doch ziemlich feste in der Konsistenz ist. Die kommt jetzt mal auch in meine Salatschüssel. Die Salatblätter, die schneide ich jetzt einfach grob auf kleine dünne Scheiben. Grobe Stiele von der roten Beete und dem Mangold habe ich ja bereits entfernt.
Und die dünneren Stiele, die sind ja gar kein Problem. So. Als nächstes kommen dann jetzt die Tomaten noch dazu. Über das Ganze, weil es so gesund und so lecker ist, noch etwas Kürbiskernöl. Jetzt wird der Salat vermengt. Fertig ist mein Salat aus dem Garten, beziehungsweise frisch aus dem Garten auf den Teller. Ich habe jetzt mein geröstetes Brot da drumherum dekoriert. Von der Seite in einer Glasschüssel liebe ich das auch immer, wie das dann aussieht. Gesunder kann ein Salat nicht sein. Ist ein super Abendessen in der warmen Jahreszeit. Vorwiegend Salat, klar, da gibt es alles frisch. Oder auch Spitze zum Grillen, wenn Gäste kommen am Abend. Ich hoffe, die kleine Anregung hat euch gefallen. Sag euch einen lieben Gruß, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.